Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Schnabellauf Zerpeise. Beim letzten Mal haben wir uns haben wir erfahren, dass in Sonnewig der Strom ausgefallen ist. Und ja, haben gesehen, dass wir nichts im Kühlen zu verkönnen. Das dauert noch einige Zeit. Und bekämpfen gerade die ganzen Typen hier im Restaurant, genau. Die Items, die ihr davon gesehen habt, da können wir noch nicht dran, dafür bräuchten wir Kraxler. Und den kriegen wir erst relativ spät. Ja, Schnabel, ist klar, das ist sowieso wurscht, naja, wurscht auch wenn ich scheiß drauf. Ist es sowieso egal, wir haben sowieso weg. Ich meine, ich kenne es. Natürlich könnte ich jetzt jeweils das Pokémon ändern, wie ich es brauche vom Typ her, aber weil ich ja alles relativ leicht nicht damit haben möchte. Nö. Ja, perfekt, hier ist Level 34. Dann halt ein bisschen Geld. Warum kriegt er hier Renngeld? Keine Ahnung. Ja, okay. Blablabla. Danke. Oh, ist das wirklich nicht kalt geworden? Man sieht jetzt übrigens kalt. Ja, das war's. So, nun stellen wir wieder Renn nach vorne. Und danach kommt wieder Bronze. Wunderbar. Wenn ihr euch fragt, wo der Schlüssel rumliegt, den finden wir gleich. Keine Angst. Was denn nochmal hier? Hey, du. Ach, der Game React. Okay, genau. Ich glaube, dem sollten wir ihm zeigen, wenn er komplett voll ist. Und du? Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig in meine Tränen, die ich am Ende eines langen Urlaubs vergieße. Wein, Wein. Hier ist ein Item. AP Plus. Wunderbar. Da-dam, da-dam. Schwupp. Hier können wir noch rein schauen. Hey du, ich bin ein ganz einfaches Seele, meine Gitarre spricht für mich, also ich brauche es in meiner Musik und meine Pokémon. Blablabla. Mich gehe mir Pokémon Center zu Pokémon Center ziehen. Ja, gibt's viele. Zum Beispiel mich. Ja, und ich werde die Zukunft darin lesen. Eine magische Begegnung steht an. Ich kann nicht erkennen, ob sich das Pokémon oder ein Trainer abzieht. Pokémon, definitiv. Wir sind reisende Straßenkünstler. Oh Gott, Straßenkünstler. Team 92. Bizarro-Raum. Eine Attacke, die ich für Bronzung sehr gerne benutze. Wie ich schon mal erklärt habe, Bizarro-Raum wirkt, dass das Pokémon, das eigentlich als zweites angreift, als erstes angreift, etc. Also Bronzung kann ein ziemlich mieser Bizarro-Raum sein, wenn man es richtig macht. Bizarro-Raum. Und der wurde aktiviert. Das ist Bizarro-Raum. Ja. So, du? Oh, Bronzung kann nur 4 Attacken erlernen. Was machen wir denn da? Nur einer haut weg. Eisenabwehr. Ich muss sagen, Hypnose. Das möchte ich gern behalten. Boah, dann haben wir nur Psychoattacken. Bizarro-Raum. 1, 2 und schwupp. Also, Bizarro-Raum wird auch gerne bei Pokémon eingesetzt, wie Zwirfins oder es gibt ganze Teams, die darauf aufbauen. Was ziemlich hart sein kann. Hält aber auch nur 5 Runden, muss ich sagen. Auch wieder Kraxler. Und der. Ganz alleine. Ups, ein Reisender, das ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Ich habe was über Studieninseln in der Region Johto gehört. Ein silberfarbenes Pokémon. Einmal im Leben möchte ich das sehen. Ja, super, Lugia. Das ist sehr schön für Lugia. Du hast die Rezeption. Und irgendwo hier hat die, ich schau mal schnell, wo ist der Itemradar? Eigentlich müsste die doch hier irgendwas verloren haben. Oder was vor der Rezeption? Ich bin mir jetzt unsicher. Gelbstück, wunderbar. Entweder was hier irgendwo. Warte mal. Da ist was. Na, na, na.
Ja, erstmal du. Finde ich schön, ich mag meine Schwimmreifen. Oh, das ist schön für dich. Kleiner. Dam, 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 da, dam. Oh mein Gott, ein Schalderbus. Perfekt für Rennen. Beim Rennen werden wir später sowieso noch mal ein bisschen, sehr, ein bisschen brauchen. Da der nächste Anleiter schon der Wellenbrecher Marinus ist, den wir schon kennengelernt haben. So. Adios. Und Schalados erneut. Und Funkensprung. Bam. Da 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 da. Und jetzt nochmal Schalados. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, komm. Na komm, 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 komm. Oh, Schalados. Tschüss. Au. Oh Mann, ich werfe mit dem linken Ohr echt schlecht. Ich habe nicht mehr die Animation, die Animation nicht mehr. So rennt es Level 35. Sehr schön. Oh, Donnerzahn, das ist eine sehr schöne Attacke. Da wollen wir Schockwelle aus. Pass mal auf. Donnerzahn ist, hat 65 Stärke. Und ist physisch. Und der physische Angriff von Ren, bzw. Luxtra, ist dann natürlich besser als der spezielle. Blanche Reiner. Was ich übrigens das ganze LP über noch nicht gesagt habe. Diese Edition ist die erste, die. Genau, das. Perle? What the fuck? Ich wollte doch keine Perle finden. Oh nein. Das ist die erste Edition, in der, es physische Psycho-Attacken gibt, weil bisher war es ja immer so Pflanze, Psycho, Wasser und so ein Scheiß war immer spezial und Kampf, normal und den ganzen, und der ganze Kram war immer Donnerzahn? Genau, im Donnerzahn, nein, war immer physisch. Jetzt gibt's aber auch physische Attacken von Typ Psycho oder Elektro jetzt auch, wie man gerade gesehen hat, es gibt physische Geistattacken und den ganzen Kram. Es gibt auch. War das nicht rechts von der. Lass mich mal lügen. Jetzt ist wieder was. Irgendwo hier war das doch. Ich hatte hier einen Schlüssel verloren. Dazu dient ja der Hinweis der Rezeption. Warte mal. War da nicht gerade ein Signal? Ja genau, das ist hinter der Rezeption. Da hätte man sich übrigens auch heilen lassen können. Genau, da ist der B-Schlüssel. Und ich mache mich schon verrückt. Oh mein Gott, wo ist der B-Schlüssel? Ja, komm, heil mich mal kurz. Guten Tag, möchtest du übernachten? Oh, ja, ja. Würde ich gerne für eine Weile ausruhen. Sehr schön. Pokémon ist wieder topfit. Yay. So, jetzt geben wir der Alten mal den Schlüssel zurück. Ab aufs Fahrrad. Hey, du. Was mache ich denn jetzt nur? Ich habe den B-Schlüssel verloren, lalala. Oh, ist ja der Schlüssel zu meinem Bungalow. Oh, wie süß. Ja, ja. Egal, wir können jetzt da rein. Und jetzt gib mir eine Belohnung. Los. Na, hilf, ich habe ein kleines Dankeschön. Weiße Flöte. So, was macht denn die große weiße Flöte? Jetzt pass mal auf. Eine durchsichtig lesende Flöte, die wilde Pokémon anziehen kann. Ja. Ganz praktisch sein, wenn man jetzt irgendwie ein bestimmtes Pokémon fangen will in bestimmten Gebieten, dann die extra rumlaufen will, dann bringt man einfach die Flöte und dann ein, zwei Schritte und dann sollte schon das Pokémon erscheinen. Oder irgendeins auf jeden Fall. So, jetzt zischen wir wieder hier durch. Ah, mit dir wollen wir auch noch reden. Ja, genau. Das wollte ich auch. Jetzt ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon. Ritterwochen. Wow, das ist eine billige Anspielung auf Flitterwochen.
Ich breche zusammen. Naja, okay. Ab geht's. Na, 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 na. Es gibt ein extravagantes Hotel an einem extravaganten Ort, worin sich ein extravagantes Restaurant befindet. Das extravagante Restaurant besuchen extravagante Leute, die sich für so ein extravagant halten, dass sie jetzt alle kämpfen, allein kämpfen wollen. Ja, genau. Das waren diese Typen, die wir gerade verprügelt haben. Oh Gott. Was sind meine Techniken vorführen? So erkämpften Erwachsene wie ich. Ja, genau. Du und Erwachsene. Okay. Ja. Komm her, Champion. Ich sag's euch jetzt schon, der Arenaleiter, den sollten wir mit unserem Pokémon eigentlich schon schaffen. Der hat sein stärkstes Pokémon dürfte auf Level 38, 39 sein. Also sollten wir uns da schon ziemlich schnell durchboxen. Und Cindy, sehr schön. So, da brauchen wir wieder Kraxler, wie man es ja schon kennt. Komm einfach, los! Da oben könnten wir Pokémon fangen und das Item übernommen. Oh, mein großer Tiff, wie soll ich dann hinaufkommen? Ja, Kraxler, wie gesagt. Und Aeros. Aber das kann ja unser Staraptor schon. Dun, 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 dun. Ja, genau, das ist der Typ, taust diese Gelbstücke und so weiter ein. Ach nein, es ist der Schritttritt. Für mich ist das ja einfach, Pokémon zu lesen. Ich muss nur ihre Fußabdrücke sehen und ich kann ihre innersten Gedanken erkennen. Oh, du glaubst mir nicht, dann lass deinen Luxtra doch einmal vor mir herlaufen. Will ich lesen können, was sich dem findet. Tipp, 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 tipp. Und Malu ist ein bemerkenswerter Mensch und Trainer. Hier lag er mir das Beste, was ein Luxtra geben kann, zu geben. Verdanke ich all meinem Freund und Partner, Malu. Er sich auffällt, Pokémon, die uns mit neidischen Blicken betrachten. Nett. Und das denkt den Luxtra, ich muss sagen, der Luxtra, du. Und du, ich stehe euch wirklich sehr nahe. Hier, das geschenke ich dir. Genau. Fußabdruckband. Das können wir jetzt mit, könnten wir jetzt mit jedem machen, aber nein, mit Luxtra reicht das schon. Wir gehen wieder auf die total nutzlose Uhr im Moment. Da-dum. Da-dum. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Jetzt mal hier so Unglucke. Ja genau, wir können hier noch hinter Zertrümmerer. Jo. Und ein paar Downs. Tschüssi. Schwupp, schwupp, schwupp. Hier ist wieder ein Baum. Für den Honig, den wir uns ja besorgt haben. Unfreiwillig. Schwupp. Hier sind noch mal ein paar Blümchen und Bärchen. So. Dann geht's hier natürlich weiter. Yay. Und wir sind in Weideburg. Mit dem Großmoor. Das Großmoor ist sowas wie die Safari-Zone. Oh, wir sind Klebunkel. Nein. Ja komm, heil mich mal. Los, los. So, wunderbar. Ja, 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 ja. So, du? Was war für eine Runde Spaß? Ja, komm her. Mach dich fertig, Alter. Dun, 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 dun. Günther. Oh, ein Pantimimi, wie niedlich. Biss. Wow. So, das sollte mir tun. Komm, Günther wurde besiegt. Nein, 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 nein. Mal sehen, wo geht's nächstes hin. So, das Großmoor zeige ich euch, nachdem ich hier mal schnell die Arena geklärt habe. Oh Gott. Nein, nicht Pierre. Oh Gott. Hä? Voilà. Reingelegt, keine Sorge, ich renne dich nicht bei hier unser Treffen um. Wie läuft es denn so, Malu, kräftig am Hochpeppeln deiner Pokémon, wie? Na, wollen wir nochmal sehen, wie du uns 10 Meter geworden seid. Ja genau, da will ich noch kämpfen. Trottel. So, da die ähnlichen Pokémon wie letztes Mal, meine ich. Raffia etc. Also er ist immer noch keine wirkliche Bedrohung. Ja, mit Rohr. Mach nur. Wir greifen sowieso speziell an. Ding. Ha. Und tschüss, Staraffia. Bei dem Kampf wechsle ich jetzt schon zwischen den Typen hin und her, weil den möchte ich jetzt nicht unnötig lang hinauszögern. Hier setzt Punita ein. Ja, da kann ich ja schon denken, was kommt. Nina. Los!
So. Dann komm mal her. Frustblubstrahl. Es hat doch sowieso keinen Sinn. Du gewinnst sowieso nicht gegen mich. Ja, ja. Und tschüss. Oh, Felcarain. Wenn es zu einem Chelterra wird, dann muss ich ernsthaft drüber nachdenken, wie mich das dann bekämpfe, weil dann ist es nämlich Spoden. Pflanze. Auch wenn es jetzt nicht wirklich Sinn hat, zeige ich euch mal Nahkampf. Jo, Shellcorain, was geht ab? Oh, mit Ruhe. Ja, wunderbar. Nahkampf. 5 Anwendungen. Fail. Ich hoffe, man hat's gesehen. Ja, Panzerschutz war klar. Verteidigung steigt, das ist mir ziemlich egal, weil. Was er was. Spatz. Macht immer noch genug Schaden. Oh mein Gott, das. Es könnte sein, dass man gerade einen Blackscreen hatte. Passiert ab und zu mit meinem PC. Im nächsten Part möchte ich übrigens. Also, ich werde jetzt in diesem Part vielleicht mit der Arena anfangen, aber. Im nächsten Part möchte ich dann schon clearen. Los, rein! Ja, Barmelin. Man sieht, dass du dein Pokémon gut trainiert hast. Nein, ich habe einfach nur die bessere Vorgehensweise als du. Und genau das. Eine physische Wasserattacke. Auch neu. Hallo. Adios. Und Vampir vernichtet. Was? Das ist, was ich verloren habe? Ja, will ich. Das ist übrigens jetzt der Lehrling von Marinus. Na, vielleicht seid ihr ein bisschen stärker geworden. Das ist sogar mich erschreckt. Das hätte ich natürlich gewonnen. Ich, Lehrling bei Herrn Marinus. Die ganze Welt kennen. Ja, da. Wen juckt das denn bitte? So, wir können unsere Pokémon natürlich wieder heilen. Ich spube die Wupp. Ganz fix. Na. Ich muss gerade überlegen, soll ich dieser Folge schon mit der Arena anfangen? Ich meine, man könnte es ja mal probieren. Also bevor wir zum Arena gehen, werde ich sowieso noch mal ein bisschen trainieren. Einfach nur, weil... Weil Baum. Genau deswegen. So, und ab geht's in die Arena. Die ist ziemlich simpel aufgebaut, wie ich finde. Da geht's um Wasserstand. So, wir jetzt einfach hinten hier rum. Wir prügeln das ein Kind. Na, komm her. Ja, ich mein Körper hier oben gestiegen auf mein Pokémon und mein Geist wurden stärker. Ja, klar. So, wie man schon sieht, das ist eine Wasserarena. Also. Oh mein Gott, wie die Fass. Dürften wir hier mit Rennen eigentlich keine Probleme haben. Funkensprung? Und Bindifass hat eine schöne Verteilung, aber es ist jetzt normal Wasser. Deswegen. Pow! Adios! So, wir werden jetzt für die gesamte Arena, glaube ich, Rennen verwenden. Es wird dann ein bisschen overlevelt sein, aber es ist jetzt egal. Ich bin nicht mehr so stark wie so ein Arena-Reiter, bla bla bla. So, Wasserstand erhöhen. Runtersetzen. Warte, das war ein Fehler, oder? Ah, nein, passt schon. Dann können wir hier durchlaufen. Dann können wir jetzt was wieder erhöhen. Nur mit ihm reden. Verfüge über die gewaltigen Kräfte des Wassers. Bilde dir nicht ein, dass du gewinnen kannst. Oh, das ist Razor. Uns gefällt mir das gar nicht. Bis. Denn Velsa ist vom zweiten Boden und das ist extrem nervig. Ja, komm, ich muss sowieso mehr Schaden, also. Noch zweimal bis, dann ist es weg. So. Aquavelle könnte verwirren.
Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering, aber ich denke mir nicht, dass das passiert. Ja. Nicht mehr rein. Warum? Keine Ahnung, ist einfach so. Glück. Pokémon ist ja immer noch ein Spiel, das mit Glück zusammenhängt. Ching, Level 36. Wobei. Juri. Ich denke trotzdem, dass wir Ronzong nach vorne stellen können. Dann würden wir das wesentlich schneller durchkommen, aber im Endeffekt macht es sowieso keinen Unterschied. Wollte ich, dass das passiert? Nein. Deswegen lassen wir es erstmal so. Rennen hier mal schnell rüben. Und komm her. Hey, du! Ich bin die ganze Welt gereist und habe überall mal Pokémon trainiert. In dieser Arena habe ich mich letztendlich niedergelassen. Du kannst darauf wetten, dass dies eine schwere Arena ist. Wobei ich sagen muss, der Ringleiter, der kann ziemlich mies sein, wenn man vorher nicht trainiert. Und wenn man jetzt nicht die Pokémon auf einem 2 Level drunter oder mindestens auf seinem Level hat, dann kann der mies sein. So, wer schneller? Natürlich wir. Nein! Ingles ist schneller. Dann kann ich euch Bizarro-Raum gleich mal vorführen, wenn es denn überlebt. Das ist übrigens Wasserflug. Eine wunderschöne Kombination, finde ich, teilweise. Und vernichtet. Ja, wunderbar. Felipe, das sollte aufstehender sein als wir. Und deswegen Bizarro-Raum. Ja, ist schneller als wir. So, jetzt setzen wir Bizarro-Raum ein. Dimension verdreht. Und jetzt greifen wir als erstes an. Praktisch, oder? Bizarro-Raum, also es ist wirklich hilfreich. Vor allem, wenn ein ganzes Team drauf aufbaut, kann man damit wirklich Vorteile. Es gibt ja auch Hagelsturm-Teams und den ganzen Scheiß, aber es ist einfach eine super Taktik. Gut, Ruckzuck-Hieb trifft immer als erstes. Ne? Das kann man nicht ändern. Aber so. Adios. Matrose, Merlin. Ja, ja, wir sind super stark. So. Ich überziehe jetzt ein bisschen, also vor Marinella machen wir dann Schluss. Wow, na komm her. Komm her, Kleine. Ich werde so stark wegen wie Wellenbrecher Marinus. Oh, das ist ja schön. Nicht. Oh mein Gott, Azuril, das ist übrigens kein Wasservieh. Das ist Typ normal. Sensor. Ich möchte mal kurz ein Stückchen trinken, da das ganze Labern die ganze Zeit wirklich echt auf den Nerv geht. Vor allem geht es auf die Lunge, auf die Stimmbänder. Und wenn mein Hals trocken ist wie die Wüste Sahara. Macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ich weiter brabbel, weil es dann irgendwann so klingt. Und ich denke, dass das niemand will, oder? Nein, das will niemand. So, Azumarill, letzte Entwicklung von Azuril und Marill. Haha, super Name. Wasserring regeneriert KP. Ja. Ist wie Verwurzler und sowas, wie Überreste auch. Ja, seht ihr? Und Sondersensor. So, Rückstoß, Sondersensor. Da setze ich jetzt kein Bizarro rum ein. Weil es eh schon so gut wie weg ist. Sind wir bei Bizarro kommen jetzt gerade nur zu Schauzwecken. Weil so vielleicht es auch nicht einsetzen, höchstens bei längeren Kämpfen. So, Matsumoto ist auch weg. Adios. So, was hat noch Marill? Oh mein Gott, Marill, wer hat denn damit gerechnet? Etwa ich? Ja, los, komm, nimm das. Hau. Adios. Wunderbar. Oh, arme Marika. Marischka.
So, die beiden da sind total nutzlos. Wir müssen die nehmen. Wir sind gleich fertig. Oh Gott. Wie die tosende See spüre ich alles in meinem Weg stehende hin vor uns. So bin ich eben drauf. Bam, bam, bam. Und gleich werde ich von Marina zu Schluss machen. Mit dem Part. Und beim nächsten Mal sehen wir uns trainiert vor ihm. Mal schauen, wie weit ich sie trainiere. Seht ihr dann her. Cool. Sondersensor. Adios. Tja, Winkel. Das geht richtig ins Auge, wa? Oh mein Gott, Schelle los. Das ist, glaube ich, lass mich hier nur liegen. Wasserboden? Ganz blöd gesagt, also, ich glaube, Gastrodon war Wasserboden. Oh mein Gott, Schlammbombe. Ja, das war Wasserboden. Das ist sehr effektiv, das ist sehr schön für dich. Na, das ist mir das ziemlich egal, weil ich jetzt sowieso weg hole. Und ein Enteron. Ah, das ist jetzt ganz schlecht. Warum fragt ihr? Enteron ist Wasserkampf. Wasserpsycho. Da wechseln wir jetzt mal schnell. Losrennen. Los. Vernichtet. Also rennen könnten wir jetzt mit zwei Sachen es vernichten lassen, aber. Funkensprung bzw. Donnerzahn bietet sich da schon ziemlich an. Und tschüss. So Leute, ich denke, ich verabschiede mich dann schon mal von euch. Das war Matrose Toni, den wir gerade weggespült haben, wie ein kleines Kind. Und nun sehen wir uns beim nächsten Mal trainiert vor dem Arenaleiter Wellenbrecher Marinus. Bis dann, Leute.